vergiften, was? Aber nicht mit mir. Ich? Sie vergiften? Wie kommen Sie? Kein Mensch hat mir jemals etwas zu trinken angeboten. Und ausgerechnet einer wie du holt mir eine Soda. Naja, ich dachte, Sie wären durstig. Ein Junkie bist du. Willst hier Medikamente stehlen, was? Oder Geräte, um sie zu Geld zu machen? Blödsinn. Ich... Die Soda ist vergiftet, stimmt's? Sie ist jetzt im Labor. Und wenn sich herausstellt, dass du mich vergiften wolltest... Naja, vergiftet... Dafür wanderst du in den Knast, du Terrorist! Und da hattest du Sehnsucht nach deinem alten Chef und wolltest dich von ihm verabschieden, hm? So ungefähr. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Einbruch, Diebstahl. Dafür können wir dich einlochen. Einbruch und Diebstahl? Laut dem Wachmann bin ich ein gemeingefährlicher Top-Terrorist. Ach, er hat dich beim Herumschnüffeln erwischt und das ist schlimm genug. Ich verstehe, dass du deiner Freundin helfen willst, aber das tust du mit solchen Aktionen nicht. Wenn das rauskommt und Dick wird dafür sorgen, dass bis morgen jeder in der Stadt von seiner Heldentat weiß, dann wird es aussehen, als wolltest du Beweise verschwinden lassen oder etwas in der Art. Darf ich jetzt gehen? Darren, ich bin nicht gegen dich, aber halte deine Nase raus aus dieser Sache. Wenn wir dich nochmal beim Herumschnüffeln erwischen, wanderst du in den Knast. Kapiert? Verstanden. Und jetzt verschwinde. Ich muss Dick beruhigen und ihm klarmachen, dass der Junge harmlos ist. Und ich werde da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Genau, an Fullers Geheimtür. So, auf geht's zu Fuller. Ah, wenn ich sofort Doppelklick mache, dann geht's schnell. Ah, gut. Ein uralter, verrosteter Eimer. Auf dem Boden steht noch ein Fingerbreit Wasser. Hier müsste ich doch Sachen finden, wo er mir sagt. Eine Bierkiste mit 4. Okay, mir fehlen rund 5. Frag mich, was er jetzt alles davor. Zusammen mit meinem Gewicht müsste das auf ein paar Kilo genau hinkommen. Ich denke, das ist exakt genug. Jetzt könnte es klappen. 2, 4, 8, 2. Enter. Das ist es. Endlich. Ich räume den Krempel wieder weg. Die Tür ist ja offen. Wow. Oh mein Gott. Dieses. Er hat es aufgenommen. Auf diese Art und Weise hat er keine Kassette in der Kamera. Vielleicht im Schrank eine Kassette. Der Metallspin sieht sehr alt aus. Vielleicht stand er früher mal in irgendeiner Schule oder einem Sportverein. Oder schon immer bei Fuller Info auf dem Grundstück. Der Schrank ist verschlossen, aber es gibt kein Vorhängeschloss und auch kein Nummernschloss in der Tür. Es muss irgendein anderer Mechanismus sein. Ein Fotostativ. Ein älteres Modell als oben im Laden, aber es hat das gleiche Halterungssystem. Es ist für Fullers Fotoapparat. Mehrere kleine Flash K.O.-Tropf. Oh Gott, die habe ich abgeholt. Fullers Paket. Es hat geklimpert. Das Bett hat einen Metallrahmen und eine durchgelegene Matratze. Sie ist
dreckig, schimmelig. Kein Laken, kein Kissen. Nur diese versiffte Decke. Ekelhaft, sag ich da nur. Ich möchte nicht wissen, was ich... Unheimlich. Der Vorhang sieht aus, als hätte Fuller ihn seiner Mutter geklaut. Altmodisches Design, aber besser in Schuss als alles andere hier. Was kann man mit dem noch machen? Zur Seite schieben. Was haben wir denn da? Eine Metallplatte, die in die Wand eingelassen wurde. In der Mitte der Platte gibt es eine sechseckige Vertiefung. Jetzt fehlt uns nur noch der Schlüssel. Auf den Pfosten des Bettes. Das geht tatsächlich. Die Kugel steckte einfach im Rohr des Bettpfostens. Eine Messingkugel. So können wir die da drauf anwenden. So, jetzt ist der Schrank offen. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Ich will nicht sehen, was auf diesem... Auf diesen Bildern ist nur Mrs. zusammen mit dem Erpresserbrief. Es muss, damit bekomme ich sie aus... Auf zur Polizeistation. Das ist wirklich interessant. Abstoßend ist das. Und ein verdammt gutes Motiv, oder? In der Tat. Aber die Bybers müssen nichts mit dem Mord zu tun haben. Natürlich nicht. Ich schätze, ihre Leute werden noch mehr in Fullers Geheimraum finden. Und damit haben sie haufenweise Verdächtige. Alle mit einem guten Motiv. Ich habe schon einige Leute hingeschickt. Aber all das hier sagt auch nicht aus, dass es nicht Miss Morgan war. Aber sie hatte kein Motiv. Doch, hatte sie. Das ist er! Das ist der Typ, der mich verfolgt hat! Schön, dass Sie gekommen sind, Mr. Reginald Boris ist mein Name, Inspektor. Ich bin Privatdetektiv aus England. Ich schätze, ich kann einiges zur Aufklärung. Das hören wir gern. Zum Beispiel, warum Sie Angelina in eine Falle gelockt haben. Mr. Michaels. Die entscheidende Frage dürfte doch das Warum sein. Warum hat Miss Morgan den Fotografen Fuller ermordet? Nun, ganz einfach. Auch sie wurde von ihm fotografiert. Wie Sie sehen, nicht ganz so freizügig wie die anderen. Aber ich habe auch nicht alle Fotos. Ihre Leute dürften weitere Aufnahmen finden, die jeden Zweifel beseitigen. Das sind meine! Diese Bilder habe ich von Angelina geschossen, gestern Nachmittag! Beruhigen Sie sich. Was wird hier gespielt? Das fragen Sie lieber ihn. Er muss diese Bilder aus Angelinas Hotelzimmer gestohlen haben. Diese Bilder haben mit der Sache nichts zu tun. Es ist dasselbe Fotopapier wie bei den anderen. Und ich habe sie von Fuller erhalten. Er sagt, er hätte noch viel mehr. Lüge! Das werden wir sehen. Darren, gehen Sie an die frische Luft. Mr. Boris... Aber selbstverständlich. Und Angelina? Die bleibt, wo sie ist, bis wir dieses... Aber... Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Guten Tag. Frechheit. Bodenlose Frechheit. Kann doch alles nicht wahr sein. Wissen Sie, ich glaube Ihnen. Mit Fuller hatten Sie recht. Und mit diesem Reginald stimmt etwas nicht. Dann gehen Sie da rein, verhaften ihn und... So einfach geht das nicht. Aber es wird sich alles aufklären. In ein paar Tagen wird alles... Abwarten? Ein paar Tage? Und diesem Schuft Zeit geben, sich neue Beweise zu beschaffen? Nee. In ein paar Tagen hat er ihr den Kennedy-Mord in die Schuhe geschoben. Ich werde herausbekommen, was er für ein Spiel treibt.
Gut, aber seien Sie vorsichtig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sie sind schon in Fullers Haus eingebrochen. Wenn Sie sich bei sowas erwischen lassen, sind Sie dran. Dann sollten Sie sich lieber von mir fernhalten. Ja, genau. Das sollte man auch tun. Ich will nur aus Angelinas Zimmer im Hotel haben. Dort sollte ich mich umsehen, auch wenn das der Polizei... Ja, okay, dann gehen wir einmal raus und machen hier jetzt mal... Ja, das Spiel speichern. Und dann speichern wir das Ganze einmal speichern. Wie nennen wir das? Das nennen wir einfach jetzt mal... Speicherpunkt. 3. Dann auf OK. Und hiermit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahmesession. Und ich hoffe, euch macht das Spaß zuzugucken. Bis dahin.